Die CD, nach der Sie sich gleich morgen im Laden erkundigen wollten. Aber es ist natürlich die CD zum Film. Otto, der Katastrophenfilm. Hier ist der Hauptdarsteller. Herzlich willkommen, Otto Walkes. Solange nicht gewesen. Ja, dieses Live. Das braucht man immer wieder so lange in den Filmstudios und so weiter. Also das hat mir gut gefallen. Ja, erlebst du es eigentlich häufig, dass Leute dich so, ja, sagen, so auf dich zukommen und sagen, hey Otto, ich kann dich auch noch. Ja, ständig, so, ständig. Ja. Hallo Mutti. Und dann sag ich, ja, du Mutti. Ja. Ja. Komm, Applaus, Applaus, Applaus. Ja, cool. Weißt du, was ich nicht konnte? Ja? Susi Sorglos, der Film. Ich kann jetzt nicht mal lachen. Kannst du das? Nee, das konnte ich auch nicht. Nein, 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 nein. Mach nochmal. Falsch. Das sind Unterschiede. Ja, natürlich. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Auch die Nummer habe ich auch 20.000 Mal angehört, konnte ich nie. Ein Mädchen, Susi Sorglos, das Haar. Und föhnte sich die Haare. Plötzlich hört sie eine Stimme. Hallo, Susi. Das ist aber gut. Nein, das ist nicht tief genug. Hallo, Susi. Das kann man ja verstanden. Hallo, Susi. Hey, wer spricht zu mir? Hier spricht ein Föhn. Dein Föhn. Ja, und dann auf Klassenfahrten, ja, und so weiter. Das sind wirklich schöne Sachen. Die anderen Sachen, die kenne ich alle noch. Angeklagter, ihnen wird zur Last gelegt, sie hat an den Mast gesägt. Ich habe nicht an den Mast gesägt, ich habe nur mit dem Ast gefegt. Da habe ich mich mit Hast bewegt und das hat wohl den Mast errichtet und der hat den Gast zerlegt. Okay. Du bist eine ganze Menge. Gutes Publikum, hätte schneller kommen können. Ja! Habe ich das richtig gesehen? Diese Platten hier sitzen. Ohne Klebestühle? Nein, diese Sessel sind so glatt, da muss ich mir erst dran gewöhnen. Aber ist ja okay. Das habe ich richtig gesagt, du bist nur, in Anführungszeichen, der Hauptdarsteller in diesem Film. Das ist richtig, ja. Ja. Nicht Regie und so weiter, haben andere gemacht, produziert. Naja, ich habe natürlich mit ein bisschen Co-Regie gemacht, aber diesmal ist es etwas aufwendig, etwas filmischer geworden. Da brauchte ich einen Regisseur, der so ein bisschen aufpasst, dass alles geschickt gesteuert wird in der ganzen Vorproduktion. Ja. Ne? Da musst du einen Regisseur haben, da musst du Storyboard und so weiter. Und das ist natürlich wahnsinnige Arbeit. Und da habe ich gedacht, das lasst jemand anderen machen. Mhm. War richtig? Ja! Der Film soll ja technisch sehr, sehr, sehr kompliziert produziert sein. Hab ich auch gehört. Naja, meine Filme, früher waren sie immer sehr billig und haben viel Geld eingespielt. Und jetzt wollte ich eigentlich mal einen ganz tollen Film machen. Und, kann ich nicht spielen. Komm, komm, komm. Nein, nein. Er läuft gut. Ja, läuft sie. Platz 1! Hey, jetzt ist der Applaus dran. Platz 1! Nein. Wir haben am Dienstag sofort die Liste kommen lassen. Stimmt, das ist Platz 1. Ja, klar. Okay, you're talking now. Aber das ist so digitale Tricks, die kosten natürlich viel Geld. Wenn ich dieser Produzent Horst Wendland, der war immer bereit. Ich sagte, ich möchte gerne einen Zugabteil gehen und da möchte ich gerne irgendwie mit irgendwelchen Schafen ein Lied zusammen singen. Und das kostet. Naja, meinetwegen. Und das kostet digitale Tricks. Das ist so ein Zwischending aus Armageddon und Dr. Doolittle. Und das ist eben viel Arbeit und sehr kostenaufwendig. Ja, bist du ein Mensch, der mit Computern umgehen kann und Internet und so weiter? Ja, selbstverständlich. Also, ich beschäftige mich ständig damit. Ich mache ja auch die digitale Arbeit. Ich baue gerade dreidimensionale Ortifanten. Das ist meine Arbeit, das macht sehr viel Spaß. Aber die digitale Technik geht ja mittlerweile so weit. Guck mal, ich selbst bin ja auch ja gar nicht, ich bin ja gar nicht real hier. Ich bin nur ein digitales Abbild. Der richtige Otto sitzt in der Garderobe und haut sich hinter die Binde. Ja, kann man da hinschalten. Ja. Können wir mal zum richtigen Otto schalten? Hallo Harald, hallo Heidi, sei bitte nett zu meinem digitalen Double. Das ist ja unglaublich. Was ist denn los? Das ist ja unglaublich. Typisch nicht so rasiert. Das kommt nicht. Ja, aber verstehst du? Ja. Das ist alles. Das ist alles digital. Fühl mal. Alles digital. Hier, fühl mal. Ja, und schon. Ja, aber guck mal, transparent. Das läuft so durch. Aber es ist eben die moderne Technik, was soll's. Ja. Aber es hat sich gelohnt, die Arbeit, und es ist alles filmischer gestaltet und so wunderbar. Und das macht sehr viel Spaß, dauert sehr viel Zeit, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und haben eine reizende Partnerin, Eva Hassmann, ist die weibliche Hauptdarstellerin, und die hat das auch ganz toll gemacht. Ja. Entschuldigung. Hast schon gesagt. Habt ihr euch in diesem Film erst verliebt oder war das schon vorher? Nein, wir waren vorher ganz schwer verliebt. Ich habe sie ja so kennengelernt. Du kennst, weißt ja, wie man sie kennenlernt. So, ich habe sie getroffen, habe ich gesagt, sie haben so eine frauliche Würde. Apropos Würde, würde es ihnen was ausmachen, aufs Zimmer zu kommen? Und dann stehen wir vor dem Haus, sage ich, sie sind so zart und so rein. Apropos rein, wollen wir nicht reingehen? Und dann sind wir auf dem Zimmer, sage ich, ist schön hier, ich möchte gar nicht wieder ausziehen. Apropos ausziehen, wollen wir nicht was? Und dann sitze ich mich aufs Bett gesetzt. Ich bin ein ganz fantastischer Liebhaber. Apropos Bär, du sitzt auf meinem Teddy, geh da runter. Das sind die kleinen Schmerzen. Jetzt? Zu schnell? Nein! Okay. Ich kenne dein Publikum noch nicht. Jetzt kommt ein Mega-Wortspiel von mir. Lass hören. Ein Mega-Wortspiel kommt jetzt von mir. Ein Brüller. Lass ein Wegschmeißer. Ich glaube, das wird dich aus dem Teller. Na, Otto, ich finde, wir sollten jetzt mal aus deinem Film ein Dekolleté anschauen. Hey,
ein Ausschnitt. Gut, Harald. Ah! Ein Lachen. Das gehört mir gut. Ein Ausschnitt. Da werde ich drauf kommen. Da werde ich drauf kommen. Kann man das einfach so elektronisch hier einspielen, dass man das sieht aus dem Film? Kann man das ja, so machen? Das ist technisch möglich und es ist eine schöne Serie, ein schöner Teil. Sehr, sehr aufwendig gemacht. Sehr teuer sieht das aus. Ja? Und man sieht am Schluss dieses Ausschnitts sozusagen die zweite Hauptfigur neben dir, um die sich dann irgendwie der ganze Film dreht. Lass mal sehen, lass mal sehen. Ja. Abfahren bitte. 12-mal Bouillabaisse, 6-mal Brot in die Mare, 3-mal Frühlingsrolle. Und du kümmerst dich um den Aalzuschi. Bleib doch die Scheiben nicht so dick. Du mach mal 3-mal Austern. Was ist mit dem Hasenproblem? Daraus machst du 4-mal Hummercocktail. 3-mal Gänseleberpastete und 4-mal Thunfischroh. Was ist denn mit der Schildkrötensuppe? Du behält dich, lass mich ein! Wunderbar, raus! Seid das Fleisch nicht so dick! Räum dich! Mach die Kartoffeln vernünftig! Das sieht sehr gut aus! 5-mal Meerrettich! Sahne! Ja, sehr schön knuffig soll das sein! Taubenmus perfekt! Was ist mit der Pinguinsoße? Weitermachen! Nicht mal um die Pinguinsoße. Du hast es gut. Du bekommst jetzt deine Pinguinsoße. Und die Pinguinsoße! Ist in Arbeit! Ich lasse es nicht zu, dass man dich da reinsteckt. Die Pinguinsoße! Kommt, kommt! Flieg in die Freiheit! Die Pinguinsoße, wo ist sie? Ja, doch! Na los, flieg! Gehst du dann nach Amerika? Ja. Ich habe das heute Mittag wieder gesehen, als du hier zur Probe gekommen bist. Ja? Du bist ein Tier, wenn ich das sagen darf, auf der Bühne. Ja? Das ist schon deine eigentliche Welt. Und du schaffst es wirklich jedes Publikum, jeden Raum. Du kommst einfach, man hat den Eindruck, du machst nichts. Scheinbar. Naja, scheinbar. Das ist alles. Also aber rein, oder? Das ist so. Nein, die Bühne ist etwas anderes. Du entwickelst eine Dramaturgie, ein Programm für die Leute und dann kannst du den Gag absetzen. Es kommt eine spontane Reaktion. Ja. Dann weißt du ja selbst aus eigener Erfahrung. Ja. Beim Film ist ja alles anders. Da wirst du gesteuert. Herr Walkes, bitte. Ja, Szene 16. Okay. Holy lady. Cut. 2 Stunden Umbaupause. Warte, das mal. Dann weißt du 2 Stunden. Herr Walkes, nächste Szene. Okay. Ja, halt. Du bist in einer völlig anderen Situation. Deine Frau ist weggelaufen. Der Hund wurde vergewaltigt. Du bist depressiv. Du musst jetzt mal langsam mal sehen, dass es anders aussieht. Moment, die rechte Hand darüber, Auge darüber, die Nase nach oben, linke Hand oben, jetzt hier. Cut, 2 Stunden Umbaupause, du wirst wahnsinnig. Aber wenn es sich dann Stück für Stück zusammensetzt nachher, dann freut man sich auch darüber. Ja, aber Entschuldige. Wer soll ich das denn? Entschuldige. Das ist mein Aber er versteht mich. Die Bühne ist dann eigentlich so. Ja, sicher, die Bühne, Musik und Band, und das brauche ich einfach, das ist doch logisch, das und muss immer wieder. Und hier auf Stichwort. Nein. Eine Band hier. Und weißt du, Überraschung, Helmut hat heute Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Helmut. Happy Birthday to you. Hey, Helmut. Ein kleines Stöckchen. Ein kleines Stöckchen. Da bringt ihr ein Stöckchen, oder? Oder? Ist das weg? Warte, ich weiß schon. Okay, gut, dann bringe ich jetzt ein kleines Test. Kriegen wir auf Sendung? Eins, gut. Dann bringe ich jetzt ein kleines Ständchen für Helmut. Und zwar ist ein kleines Schlaflied. Du kannst da mitwirken mit deinen Musikern, die ganz fantastisch sind. Es ist ein kleines Schlaflied. Weil es schon so spät ist es für das aufgeweckte Kind. So etwas, das ist so weich, so süß. Und dieses kleine Etwas, das ist mein Paradies. Ich will damit nicht sagen,
dass sie es allein nur hat. Das hat wohl jedes Mädchen hier und in jeder Stadt. Die eine hat's für viele, die andere nur für sich. Da lob ich mir mein Liebchen, die hat es nur für mich. Und dieses kleine Etwas ist meines Liebchens Mund. Und wer was anderes dachte, der ist ein Schweinehund. Hund. Ja, komm on. Ja. But you rattle my brain. Too many love drives a man insane. You broke my will. Oh, what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Just great balls of fire. Kiss me, baby. Ooh, feels good. Love you, baby. You make me feel like a lover should. You're fine, so kind. Baby, tell the world that you're my man. You take my nerves, but I thought it was funny. And you came along and moved me, honey. You broke my mind, but love is kind. Goodness gracious, great balls of fire. Sure. You're fine, so kind. Baby, tell the world that you're my, my, mine. I'm all in love, I thought it was funny. You came along and moved me, honey. You broke my will, but love is still. Goodness gracious, great balls of fire.